Hallo, guten Abend und willkommen zurück, ihr lieben Freunde dort draußen, der NRW bei 18 hier und... Hola. Genau. Wir machen weiter bei The Whispered World, wollte ich gerade sagen. Was erzähle ich für einen Quatsch? Genau. The Inner World, nicht The Whispered World. Und wir sind jetzt hier in, sage ich jetzt nicht, was mir gerade auf der Zunge gelegen hat. Angekommen auf jeden Fall. Ja, schauen wir uns hier jetzt erstmal um. Da ist jemand eingesperrt. Ich habe übrigens auch einen Kommentar von jemandem bekommen, der hat geschrieben, die Musik ist ja manchmal ein bisschen zu laut. Ich habe sie jetzt noch mal ein bisschen leiser gemacht. Ich habe sie auch schon, wo ich das Spiel gestartet habe, ganz zu Anfang, direkt per se die Musik leiser gemacht. Ich habe sie jetzt noch ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, so ist es angenehmer. Man muss auch sagen, um die Leute zu besänftigen, spielen wir danach den ersten Teil, weil sich auch Leute beschweren, oh, ich gucke mir erst den zweiten Teil an, wenn ich den ersten Teil gesehen habe. Wie gesagt, ich wusste es nicht, dass es zwei Teile gibt, bei manchen Spielen steht ja 1 und 2, so kenne ich das noch von früher und nicht, ja. Ja, so kenne ich es auch für alle die, die jetzt erst eingeschaltet haben. Das Spiel hier ist ein Geschenk von meinem Kamerakind gewesen und ja, wie er schon sagte, er wusste es nicht. Aber ich muss ihn in Schutz nehmen, ich hätte es auch nicht gewusst. Also insofern. Hallo, ihr da in der Zelle. Oh, hallo, junger Freund. Seid ihr eine Flötennase? Ach, jetzt ist es auch egal. Ja, Flötennase und stolz darauf. Sehr gut, ich auch. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Kann ich Ihnen auch ein paar stellen? Warum sind Sie hier draußen und ich bin hier drinnen? Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Emil ist eine Flötennase. Ja, ich habe sie vorhin gehört. Wir müssen dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. So weit war ich auch schon. Aber wie? Ich komme nicht an ihn ran. Wenn die Hinrichtung stattfinden soll, wird er hinten am Brunnen stehen. Aber ich komme ja nicht mal an dem Zaun hier vorbei. Warum nehmen Sie nicht einfach die zwei Tunnel unter dem Brunnen? Was? Einen Tunnel? Zwei Tunnel? Den Tunnel, von dem ihr gerade gesprochen habt. Unter dem Windbrunnen. Es gibt Tunnel unter dem Windbrunnen? Die sollten Sie nehmen, um zu Emil zu gelangen. Warum steht ihr nicht auf der Planke über dem Windbrunnen? Das ist doch eine recht persönliche Frage. Entschuldigung. Ach, Sie haben so viele Flötennasen gefangen, dass Sie uns in Schichten hineinwerfen wollen. Bestimmt kein schöner Gedanke. Ja, ich würde mir wünschen, dass ihn irgendjemand aufhält. Ich werde ihn aufhalten. Das ist ja sehr freundlich von Ihnen. Aber warum haben Sie das nicht vor 4 Jahren gemacht? Ich war versteinert. Ach so. Wie komme ich in den Tunnel? Sie meinen, ob es einen Eingang gibt? Ganz genau. Keine Ahnung. Aber woher wisst ihr von dem Tunnel? Ich war drin, hab die Tunnel ausführlich erforscht. Und wie seid ihr dann da reingekommen? Na, durch den Eingang. Aber wo befindet sich der Eingang? Also wenn ich das noch wüsste, das ist Jahrhunderte her, also mindestens 40 Jahre. Es war die aufregendste Reise meines Lebens. Naja, vielleicht wenn wir gemeinsam überlegen. Vielleicht fällt euch dann wieder ein, wo sich der Eingang befindet. Okay, also, es begab sich einst, dass ich als junge Instrumentennase auszog, um Asposien zu erkunden. Ich hatte von einem geheimnisvollen Schatz gehört, den zu suchen ich aufbrach, ausgestattet mit nichts als... Oh, meine Nase, was war das noch? Woher sollen wir das wissen? Bestimmt ein Schwert. Jawohl, ein Schwert. Man weiß nie, wann es etwas zu schneiden gibt. Also wanderte ich mit meinem Schwert geradewegs... ach Mist, wo wollte ich noch mal hin? Ja, sag auch was. Wüste. Es gibt doch da die Asposische Wüste, die angeblich früher ein Meer war. Richtig, richtig. Aber was soll ich Ihnen sagen?
Erst wenn man mit einem Schwert in der Wüste ist, merkt man, dass man Stahl nicht trinken kann. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so durstig und erschöpft. Tja, natürlich ist in diesem Moment ein Monster aufgetaucht, aber nicht die freundliche Art. Was für ein Monster war das noch? Ein Sandmonster. Fauliger Fauch, geflügelter Gulub, windiger Winzling. Ich würde eher sagen, der erste, oder? Weil Wüste, Hitze und so. Was meinst du? Was war die andere? Geflügelter Gulub und winziger Winzling. Windiger Winzling. Was war das andere? Der macht den lieber. Also ich weiß, es gibt den fauligen Fauch. Aber dann würdet ihr heute nicht mit mir reden. Die können doch Feuer speien, oder nicht? Ha, jawohl. Es war ein fauliger Fauch, der auf einem Berg aus Gold saß. Aber nachdem mich die Wüste fast umgebracht hat, wollte ich es darauf nicht ankommen lassen. Ich habe ehrenhaft die Flucht ergriffen. Moment, das hört sich irgendwie nicht richtig an. Aha. Ich glaube, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Und wo war jetzt der Schatz und der Zugang zum Tunnel? Ganz sicher am Ende der Geschichte. Okay, wir müssen nur den richtigen Weg durch eure Erinnerung finden. Na super. Ach so, das ist das. Naja, okay. Ja, heben wir uns im Hinterkopf auf. Das scheint unter den Brunnen zu führen. Ah ja. Ich könnte reinsprechen, aber warum? Was haben wir denn sonst noch hier? Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ich würde nochmal mit dem... Also das kann ja, wir werden jetzt gleich ein mit... Ein schönes Zelt. Das sieht nach Abenteuer aus. Der Besitzer wird sicher nichts dagegen haben, wenn ich mich ein wenig umschaue. Ups. Ups. Was hat er denn jetzt? Ein Tacker und eine Tüte mit Niespulver. Da ist Niespulver drin. Wie überaus praktisch. Eieiei. Stillos, aber noch zu gebrauchen. Lecker. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Hack immer noch weg, wa? Sieht aus wie ein Wasserspender. Aber was soll ich drunter halten? Man hat mir in die Kommentare geschrieben, dass Hack ursprünglich zu Laura gehörte. Da Laura ja verschwunden war, in Anführungsstrichen, hat er sich dann an Robert gehalten. Habe ich irgendwas, was ich da drunter... Nein, habe ich nicht. Vielleicht die hier? Ah, wenn ich das unter die Öffnung halte, kommt Wasser raus. Macht Sinn. Hä? Mit einem Quatsch. Das habe ich. Dann können wir uns hier noch was anschauen. Keine Chance, da komme ich nicht durch. Zu weit weg. Gut, dann sprechen wir nochmal mit ihm. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Wie geht es Ihnen beiden? Beiden? Er verzählt sich um eins. Seltsam. Tja, aber was Ticks und Macken angeht, kommt er in Asposien damit nicht mal unter die Top 5. So, dann wollen wir nochmal. Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst euch erinnern, wo der Zugang zum Tunnel ist. Ich werde mein Bestes tun. Sie müssen meine Erinnerungen aber etwas auf die Sprünge helfen. Naja. Okay. Also, es begab sich einst, dass ich als junge Instrumentennase auszog, um Asposien zu erkunden. Ich hatte von einem geheimnisvollen Schatz gehört, den zu suchen ich aufbrach. Ausgestattet mit nichts als... Oh, meine Nase. Was war das noch? Eimer vielleicht, genau, für den Schatz, ne? Für den fauligen Fauch, um den zu löschen. Du bist jetzt aber... Also, ich hätte einen Eimer Wasser mitgenommen. Ach stimmt. In der Wüste eher. Man kann nie genug Wasser haben. Also, ich zog los Richtung, Ach Mist, wo wollte ich nochmal hin? Und jetzt in die Wüste. Nee. Zu den Magnetbergen? Ja. Die Wüste hat ja auch nicht geklappt. Na gut. Vielleicht zu den Magnetbergen. Die wollte ich auch schon immer mal sehen. Stimmt,
Ich auch. Also, ich trug meinen Eimer Wasser so durch die Magnetberge. Und was glaubst du, was geschah? Tja, natürlich ist in diesem Moment ein Monster aufgetaucht, aber nicht die freundliche Art. Was für ein Monster war das noch? Also, ich weiß, es gibt den fauligen Fauch. Aber dann würdet ihr heute nicht mit mir reden. Die können doch Feuer speien, oder nicht? Ha, genau. Es war eine Schlacht epischer Ausmaße, direkt auf seinem Berg aus Gold. Ich hab ihm das Wasser direkt in den Rachen gekippt. Und so erlosch sein feuriger Atem. Der Sieg war mein. Tja, ich hatte also einen Schatz gefunden. Und was macht man damit? Man verbuddelt ihn. Ich hab ihn also unter dem Brunnen am Hauptplatz versteckt, wo ihn niemand vermutete. Unter dem hölzernen Zirbelturm. Ach, ihr meint die große Wurzel da hinten? Ja, Wollingen. Das lag nahe. Einmal mit der Hand hingefasst und schwuppdiwupp schon. Ah. Unter dem Brunnen. Und die ist sogar auf die Luke. Ist das hübsch. Ich müsste mich mal über die Geschichte der Dynastie informieren. Was haben wir denn da? Runter. Ups. Warum bleibt die nicht unten? Kommen wir später zu. Was haben wir hier für Hotspots? Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Was willst du nur von mir? Also. Das muss der Abfluss vor Onkel Oboes Zelle sein. Hallo? Oboe scheint mich nicht zu hören. Das Symbol kenne ich doch. Dazu fällt mir nichts ein. Das könnte praktisch werden. Das Symbol kenne ich doch. Da oben stehen sie und warten auf die Hinrichtung. Und ich bin der Einzige, der sie verhindern kann. Das habe ich doch schon. Sie dürfen hier niemanden hinunterstoßen. Ich muss das verhindern. Nein, so. Okay, also irgendwie vermute ich mal, dass wir das hinkriegen müssen, dass die beide unten bzw. oben bleiben. Was haben wir denn hier? Ups. Oh oh. Oh je, hier sollte mich besser keiner mit Flötennase sehen. Oh! Liebe Brüder und Schwestern, werdet Zeitzeugen einer neuen Ära! Eine neue Ära, die wie eine alte Ära ist. Hört mich an! Meine lieben Asposa! Oh, das klingt überhaupt nicht gut. Ich muss mich beeilen. Alle müssen sehen, dass er eine Flötennase ist. Dann hat dieser Wahnsinn endlich ein Ende. Okay. Ach du liebe Zeit. Getackertes Brett. Und mitgenommen. Sie hat den ganzen Windbrunnenplatz im Blick. Da lasse ich lieber die Finger von. Sie hat den ganzen Wind. Hallo, das sind aber tolle Monitore. Hör zu, Kleiner. Es gibt zwei Arten, wie das hier laufen kann. Eine gute und eine schlechte?
Genau. Und bei beiden hast du am Ende meinen Stiefel in irgendeiner Körperöffnung. Ich glaube, ich gehe besser. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich muss das verhindern. Die Wachen scheinen eine Art Choreografie mit ihren Lanzen aufzuführen. Ihr beaufsichtigt also die Vollstreckung? Jawohl. Wir passen auf, dass alle vollstreckt werden. Das wollte ich auch gerade sagen. Hast du aber nicht. Okay. Keine Chance. Was willst du nur von mir? Wirklich interessant. Ich muss das verhindern. Was soll ich bloß tun? Gut, ich denke mal, dann sind wir hier. Bestimmt. Auch. Der ist da jetzt bei Laura weg, der eine. Vielleicht kannst du noch mal zu ihr oder so. Ausprobieren. Hier aber kann ich. Hier was? Oh, ich. Ach so, hier kann er. Oh, kann er wieder frei atmen. Na, was wollte ich denn gerade sagen? Wie ich da jetzt hinkomme. Oder so rum? Ja! Irgendjemand hat den ganzen Kram im Regal festgeklebt. Aber warum? So, das ist das. Von diesen Bannern habe ich definitiv schon zu viele gesehen. Wird Zeit, dass die abgehängt werden. Okay. Zack, Abgang. Laura hat den Basilen tatsächlich hergebracht. Oh, nicht er schon wieder. Das schleppe ich nicht mit. Die Kochkäfer glühen, obwohl ich sie nicht beleidigt habe. Das tue ich lieber nicht. Nein, das brauche ich noch. Oh, nicht er schon wieder. Wozu soll ich das brauchen? Ich nehme lieber den Müllschacht. Tja, das war's. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Ich habe unter dem Windbrunnen alte Noten gefunden. Oh, da werden Erinnerungen wach. Ich habe ewig keine Musik gemacht. Nicht. Ihr bekommt sonst Ärger. Ich sitze im Gefängnis und bin kurz davor, hingerichtet zu werden. Ich mache jetzt Musik. Oh, Moment. Warum höre ich das nicht? Weil ich hier das Abflussrohr... Oh, nee, mach das nochmal. Hallo nochmal. Oh. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Muss ich jetzt vielleicht irgendwas hier mitmachen? Oder flötet... Ach so. Vielleicht kannst du eben die... Weiß nicht, den Ballon über die... Hab ich auch gerade überlegt. Es gibt Gesichter, die kann man auf Luftballons drucken. Und es gibt Emil. Naja... Das brauchen Sie dringender. Ich bin hier eingesperrt. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Weißt du was? Da unten ist ja ein Feuer. Wo ist hier ein Feuer? Im Büro sind doch diese Kohlen da. Wenn du das Holz da wegbrennst... Was für ein Holz? Moment.
auf dem getackerten Brett. Ach, und da mit den Tackernadeln. Natürlich. Ui, nur die Tackernadeln haben überlebt. Und die nimmt er sich jetzt, natürlich. Da lasse ich lieber die Finger von. Ach so. Das war Schnellwasser. Aber du hast ja das Einmachglas. Hm. Herrje, herrje, herrje. Damit kann ich sicher etwas Wasser abschöpfen. Es geht voran, meine Freunde. So, hier kommt ein bisschen Abkühlung. Das ist ja sogar in einem mit abgekühlt. Cool. Und er nimmt sie direkt. Tackernadeln. Die Tackernadeln sollten noch einsatzbereit sein. Mit drei Tackernadeln. Kannst du direkt in den Tacker stecken? Da habe ich ja schon. So, ja, meine Damen und Herren. Da nicht. Warum sollte ich... Woher soll ich das wissen? Vielleicht, wenn ich ihm auch was vorspiele oder so? Hier spiele ich keine Flötennasenlieder. Okay. Dann eben nicht. Hallo nochmal. Oh. Das Runterlied. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Da. Der Sound dringt nicht bis unten hin, aber warum? Warum sollte ich das Niespulver umfüllen? Woher soll ich das wissen? Andererseits, warum sollte ich nicht? Das, okay. Was hast du jetzt gemacht? Papiertüte. Ich habe das Juckpulver in den Ballon gefüllt. Naja, dann könnte ich, obwohl... Das brauchen Sie dringender. Naja, okay. Die Typen haben sich auch verändert da, ne? Was für Typen? Die beiden mit der Lanze. Eben haben die immer die Lanze hin und her bewegt. Und jetzt sind die auch ziemlich miesmummelig. Mhm. Und dann tun wir mal Caken hier. Hey, ist doch nicht so wichtig. Ihr macht beide einen tollen Job. Danke. Ja, ich finde auch, du machst einen tollen Job. Danke. Beste Freunde für immer. Oh. Toll. Und nun? Kaum zu glauben, dass die Leute ihm tatsächlich zuhören? Die Bösartigkeit der Flötennasen seht ihr ihnen nicht an. Aber hört mich an, meine Brüder und Schwestern. Es gibt nichts, vor dem Sie zurückschrecken, um rechtschaffene Asposa in Angst und Schrecken zu versetzen. Okay, ich sollte lieber was unternehmen. Tja, aber was? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Unterhalte ich doch nochmal mit denen. Hab ich doch schon. Warum, wofür müssen die Dinger ja stehen lassen? Jetzt bewegen die sie. Kann ich euch vielleicht eine Frage stellen? Nein, die Leute fragen mich immer das Gleiche. Oh, und was? Warum tun sie mir das an? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Und der Klassiker, was machen sie in meinem Badezimmer? Oh, naja, vielleicht sollte ich einfach... Ja, vielleicht solltest du einfach...
Ich fühle mich merkwürdig zu ihr hingezogen. Vielleicht habe ich ja einen bestimmten Typ. Haha, ja. Versuch doch, ob du noch irgendwas kombinieren kannst. Hallo. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wer von euch ist denn nun Wache 576? Ich. Gar nicht. Wohl. Boah, jetzt halten die nämlich still. Aber du musst bestimmt sie noch ablenken. Die Wachen halten die Lanzen immer anders. Kannst du noch irgendwas miteinander kombinieren? Zwischen den Lanzen könnte ich das Banner aufspannen. Aber sie stehen zu weit auseinander, um es festknoten zu können. Keine Ahnung. Aber kannst du noch irgendwas miteinander kombinieren? Ob wir das können oder ob wir das nicht können, ich kann es bestimmt. Erfahren wir im nächsten Teil. Hier ist Schluss. Bis dahin, NRW über 18. Adieu. Bis dann.